Was geht hier los, Wops? Heute gibt es wieder die pure Gönnung von den Top-MC-Playern. Wie finden Sie eigentlich die 1.9? Richtiger Müll. Wenn das PvP-Update so kacke wird, quitte ich MC. Wie jetzt jeder am Fastbridgen ist. Aber egal. Ich bleib immer noch der Boss im Game. Wie heißen Sie in MC? Mein Ingame-Name ist MLG MC RaperX. Die neuen Flügel in der 1.9 haben mich schon richtig ragen lassen. Da müssen noch einige Bugfixes folgen. Ohne Witz, meine States sind einfach unreal for Gomme. Die Moves kommen einfach nicht auf meinen Skill klar. Was ist eigentlich Ihre Bad Wars-Taktik? Auf der einen Seite campe ich hart in der Base und defe das Bett, aber es gibt auch Zeiten, wo ich nur am Raschen bin und mit dem Knockback-Stick jeden klatsche. Ich komme bei QSG nicht mehr klar. Die ganze Welt schwitzt schon wieder auf mich, als hätte ich 20.000 VIP auf dem Account. Unfassbar. Was ist eigentlich Ihr Lieblingsspielmodus? Also für mich ist immer noch Rage Mode. Kann man sich so schön entspannen. Ja Leute, die Kombos werden ausgeteilt, also ich würde aufpassen auf der Gamescom, ne? Können Sie mir vielleicht verraten, wie Sie es auf HiveSG geschafft haben, Platz 1 zu kommen? 100.000 Leitung regelt man. Die werden alle geowned. Keiner teilt die Kombo so aus wie ich. Sind Sie jemand, der oft MLGs in Skywars macht? Ja Mann, klar. Nübel nicht kann einpacken. Ich schwör's euch, ich werde eine 20er PSC für ein gutes Gameplay auf den Tisch pimmeln. Dieses ganze Rumgerodde und Gebooste von den Teams macht mich mega aggressiv. So, und wer will jetzt ein 101 PZ get wrecked? Entschuldigung, wissen Sie vielleicht, wo man hier richtig gut ein bisschen FFA suchten kann? Tut mir leid, da kenne ich gerade keinen Server. Gefällt Ihnen QSG? Ja, endgeil. Außer mich backsteppt mein Mate. Dann gibt's ein DDoS, aber safe. Spielen Sie auf Skywars? Seitdem mich die ganzen Hacker und MLG-Kinder nur noch trollen, habe ich echt keinen Bock mehr. Ich spiele jetzt wieder Singleplayer. Abonniert jetzt unbedingt diesen sicken Kanal, sonst verpasst ihr noch etwas von einem Übershit hier. Ja Leute, ich hoffe die Redner Action 3.0 hat euch gefallen und wenn ja, dann teilt dieses Video auf jeden Fall und schickt es euren Freunden. Hier seht ihr mich nun ja jetzt im Real Life und das war für mich jetzt auch nicht so ein Schritt, den ich mal eben so gegangen bin. Ich habe auch lange überlegt, ob ich das machen sollte, aber ja, jetzt seht ihr mich ja und wenn mich dann nur einer im Real Life treffen sollte, wäre das ja schon mega krass. Also ich weiß nicht, wie es dann ablaufen soll. Ja, wenn euch dieser Kanal gefällt, dann abonniert auf jeden Fall und ich würde dann mal sagen, bis zum nächsten Video. Hier an den Seiten findet ihr auf jeden Fall nochmal andere Videos von mir. Klickt da auf jeden Fall drauf und nun würde ich sagen, Peace out.